Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar der Graphisoft X-Reihe. Heute das Thema Punktwolken-Modellvergleich in der Bauphase mit dem BIM-M-Tool in Archicad. Präsentiert wird Ihnen diese Lösung heute von der BIM-M Solutions GmbH. Und eben dieses BIM-M-Tool, die perfekte Punktwolkenlösung für Archicad, von meiner Wenigkeit. Mein Name ist Armin Schweigart. Ich bin Diplom-Ingenieur, Facharchitekt, Geschäftsführer der BIM-M Solutions GmbH und der BIM-M Services GmbH. Gestatten Sie mir einen kleinen Schwenk in die Vergangenheit. Dieses kleine Werbebroschüre stammt aus dem Jahr 1994, als ich an der Fachhochschule in Coburg Architektur studiert habe. Damals haben wir bereits begonnen, oder habe ich mit einem Studienkollegen und Studienkollegin das CAD-Dienstleistungsbüro Apfelkat gegründet. Apfelkat, weil Archicad damals nur auf dem Mac lief. Und wenn ich jetzt auf die nächste Seite gehe, dann werden Sie sich vielleicht wundern, dass da Dinge stehen, die man heute noch vielleicht genauso aktuell in eine Broschüre reinschreiben würde. Und zwar beim Aufmaß digital von Anfang an, Vorteile des digitalen Aufmaßes und so weiter. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass man wohl heute kein Bild drauf machen würde mit hier diesen kleinen, mit diesen Personen hier, die mit diesen drei, wo zwei ein Maßband halten und einer einen Block, oder in dem Fall war es vielleicht sogar schon einer der ersten Laptops, die wir uns damals zugelegt haben, um vor Ort digital Gebäude zu erfassen, mit Maßband noch gemessen und dann aber gleich digital eingegeben und dann ins Archicad übertragen, um auch sofort ein digitales 3D-Aufmaß im Prinzip zu haben. Hier ein Ausschnitt aus meiner Vita, wie sich die ganze BIM-M, also BIM-M steht bei uns für Building Information Modeling und das zweite kleine M steht für Measurement. Sowohl bei der Solutions als auch bei der Services. In der Solutions entwickeln wir dieses BIM-M-Tool und hier sieht man eben, dass wir seit 2011 bereits diese Firma gegründet haben. Ich habe seit 2007 schon Anbindungen von Messgeräten ans Archicad entwickelt habe. Die Triebfeder unserer Entwicklung war immer auch die Dienstleistung. Wir kommen also aus der Dienstleistung heraus und haben Tools entwickelt, die für uns eben, die wir gebrauchen konnten oder weil es eben nichts anderes gab, haben wir eben aus der Not heraus Dinge selber entwickelt. Ich möchte Sie hier nicht zu lange mit diesem Ding hier aufhalten. Wir haben heute das Thema ja Scannen im Prinzip während der Bauphase, also Punktwolken-Modellvergleich. Das heißt ja, man muss ja zunächst mal einen Scan machen, dass man eine Punktwolke hat, dass man dann auch mit dem Planungsmodell vergleichen kann. Hier mal so Gründe, warum während der Bauphase ein Gebäude zu scannen. Also einmal kann man diese Scans natürlich schon für die Grundlagenermittlung verwenden. Das heißt, man hat ja, ich komme dann auf die einzelnen Punkte, komme ich dann nachher dann noch zu sprechen. Man kann es für die Baudokumentation die Aufnahmen hernehmen, sodass man jederzeit auch nachweisen kann, wie gebaut wurde, ob alle Toleranzen eingehalten wurden, etc. Zur Qualitätssicherung schon während der Bauphase, dass auch hinterher die Qualität herauskommt, die man sich als Bauherr und als auch natürlich als Architekt natürlich wünscht, dass man sein Bauwerk mangellos übergeben möchte. Und natürlich auch Baumängelvorbeugung, dass man schon frühzeitig erkennt, wo ist etwas nicht so ausgeführt worden, wie es vielleicht hätte ausgeführt werden sollen. Und man kann natürlich dann damit auch ein Issue Management machen, dass wenn etwas ein Problem aufgetreten ist, dass man das dann auch dementsprechend gut und einfach nachher weitergeben kann an die beteiligten Planer an des Auftrags.
jetzt der Punktwolken, also der Scan-Zeitpunkt, wann ist der beste Zeitpunkt zu scannen? Ja, da gibt es natürlich, ich sage jetzt mal, viele Zeitpunkte, wenn man einen Scan vor Ort machen kann. Einmal natürlich schon vor Baubeginn, ja, um das Ursprungsgelände zu erfassen. Das hat einmal den Vorteil, dass man dann halt, dass man hinterher auch nicht Aushub das Volumen festlegen kann. Dazu brauche ich natürlich das Ursprungsgelände, vor allem wenn es eine Hanglage ist. Dann kann man die Nachbargebäude gleich mit erfassen. Das hat den großen Vorteil, dass man in der Bauanfrage zum Beispiel oder in der Baugenehmigung die Nachbargebäude, die Höhen und so weiter, Fenster, das Gesimse oder die Dachhöhen, Forsthöhen und so weiter auch gleich mit erfasst hat. Also das geht alles in einem Durchgang. Dann kann man, wenn die Baugrube ausgehoben ist, einen Scan machen, um einmal eben, dass man eben das Aushubvolumen berechnen kann, dass man sieht, wie viel Erde wurde abgetragen, wie viel Schotter wurde eingebracht und so weiter. Und man kann natürlich auch dokumentieren, dass man die Grube richtig abgesichert hat, dass die Böschungen stimmen und so weiter. Sollte da irgendwann mal was passieren, ist man hier einfach auch auf der rechtlichen Seite. Der Vorteil von der Scan-Erfassung gegenüber dem Foto ist halt auch das, dass man nicht nur also das irgendwas sieht, sondern man hat halt tatsächlich auch dann den exakten Neigungswinkel von der Böschung zum Beispiel. Also man hat eben die Geometrien gleich mit erfasst. Dann, wenn die Bodenplatte oder bevor die Bodenplatte reinkommt, kann man die exakte Lage der Rohre dokumentieren, wo genau Abflussrohre sind, dass die auch im richtigen Winkel verlegt sind. Das alles händisch zu überprüfen, wäre ein riesiger Aufwand. Müsste man lange vor Ort sich aufhalten. Und da habe ich was doppelt drin mit. Nächster Zeitpunkt, wo das möglich ist, wo ein Scan Sinn macht, ist während dem Rohbau oder wenn der Rohbau fertiggestellt ist. Einmal, um die ganzen Öffnungen zu kontrollieren, Fenster, Türen, Durchbrüche, um zu sehen, sind die alle an der richtigen Position, fehlen welche, Stahlbeton, Keller betoniert, wenn da ein Fenster oder eine Türe vergessen wird, ist das natürlich ziemlich aufwendig, das hinterher zu machen. Dann die Verortung von Stützen und Unterzügen, sind die an der richtigen Position, ist eine Stütze um die eine Breite versetzt oder wenn hier Dinge nicht passen, dann kann rechtzeitig eingegriffen werden, um eben bevor die Decke nachher drauf ist und eine Stütze oben drüber steht und die ganze Statik vom Gebäude geändert werden muss, können auf solche Issues dann auch sofort reagiert werden. Dann während der Ausbauphase, man kann Heizungsrohre erfassen, da kann ich Ihnen nachher ein Beispiel zeigen, das hat natürlich dann auch große Vorteile, wenn man das später weiß und im Gebäude später noch irgendwas gemacht werden soll. Die Erfassung sämtlicher TGA-Elemente wie Lüftung, Heizung, Heizungsrohre, das sind auch Dinge, die dann gerade für Clash Detection, also Überprüfung, ob es irgendwann Kollisionen gibt, Kollisionsüberprüfungen können hier gecheckt werden. Und natürlich, man hat mit so einem Scan auch das Aufmaß für die Abrechnung von den verschiedenen Gewerken, zum Beispiel von Putzgewerke oder eben auch Fußböden, wenn die drin sind, kann man auch diese Scandaten hernehmen, wenn man sie mit dem Modell dann auch nachher vergleicht und sehen, okay, was wurde bereits erbracht und welche Bereiche sind noch nicht ausgeführt worden. Dann auch wenn das Gebäude fertiggestellt ist, kann man diese Scans verwenden, um auch einen nachvollziehbaren Flächennachweis zu führen. Bei den heutigen Baukosten, wenn ich da an München denke, Dachgeschosswohnungen oder schöne Luxuslofts und Apartments, wo die Quadratmeterpreise in die Zehntausende gehen. Da ist es, denke ich, ja schon von Vorteil zu wissen, genau zu wissen, welche Flächen man veräußert und ob auch diese Flächen den tatsächlichen entsprechen, die da im Kaufvertrag stehen. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch eine perfekte
Sache für die Leistungsphase 9, für die Dokumentation. Man kann hier wirklich auch mit Bilddaten nachweisen und nicht nur mit Bilddaten, sondern eben auch mit Vermessungsdaten, dass alles dementsprechend richtig ausgeführt wurde. Dann kommen wir zu Punktwolken. Da muss ich ein klein wenig ausholen. Für diejenigen, die jetzt mit der Thematik scannen und Punktwolken noch nicht so viel zu tun hatten, hier ganz kurz zusammengefasst, es gibt eben unterschiedliche Arten des Scannens. Hier das Erste, was ich Ihnen hier zeigen möchte, das sind strukturierte Punktwolken, die von terrestrischen Scannern erfasst worden. Da sehen Sie hier ein paar Produktbeispiele. Einmal der BLK von Leica, RTC, Faro, Trimble. Es gibt noch verschiedene. Das sind aber sozusagen die gängigsten Scanner, die im Baugewerbe zur Erfassung von Gebäuden eingesetzt wurden. Der Vorteil von diesen terrestrischen Scannern liegt klar bei der hohen Präzision und bei der hohen Punktdichte, die diese Geräte ausgeben können. Bei Präzision sprechen wir von unter 1 Millimeter sogar bis zu 4 Millimeter auf 10 Meter, also die Distanzgenauigkeit, die so ein Scanner hat. Da hängt es immer ein bisschen davon ab, welchem Modell man verwendet. Man kann mit den Geräten in Farbe oder auch nur in Reflektivität scannen. Reflektivität heißt, der Scanner leuchtet mit dem Laser sozusagen die Oberflächen aus und erstellt dann ein Graustufenbild, das aussieht wie ein Schwarz-Weiß-Bild von früher, nur eben immer perfekt ausgeleuchtet, selbst in dunklen Räumen. Man kann die Scan-Auflösung, ist einstellbar, also man kann mit einer sehr niedrigen Auflösung scannen oder auch mit einer sehr hohen Auflösung. Dementsprechend kann man sich an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Habe ich große Entfernungen, brauche ich eine höhere Auflösung, damit ich, weil der Scanner streut ja die Laserscanner, die Punkte sozusagen, die gemessen werden. Je weiter sie weg sind, desto geringer ist die Auflösung auf der auftreffenden Oberfläche von den Laserscan-Daten. Und dementsprechend kann ich dann hier mit der Auflösung variieren. Ein weiterer großer Vorteil ist auch, dass man von jedem Standort aus, wo der Scanner gestanden ist, ein Panoramabild erhält. Einmal entweder in Farbe, wenn man es in Farbe gescannt hat, oder eben mit diesem Reflektivitätswert. Der Nachteil von diesen terrestrischen Scannern sind die teils sehr großen Datenmengen und die auch etwas längere Verarbeitungszeit. Wenn wir vor Ort mit diesen Scannern gescannt haben, dann müssen die einzelnen Scans noch zueinander stationiert werden. Mittlerweile versuchen die Scannerhersteller dort auch Lösungen zu entwickeln oder bieten Lösungen an, wie mit der Field 360-App von Leica, wo man dann vor Ort sozusagen schon die einzelnen Scans zueinander stationieren kann, sodass es hinterher eine zusammenhängende Punktwolke gibt. Klar, man kann mit diesen Geräten natürlich nicht über Häuser fliegen. Ja, man kann nur das sehen, was man sozusagen auch mit dem Auge sieht, wenn man sich an die Stelle des Scanners stellt. Das heißt, zum Beispiel in Dächern oder wenn man sich im Innenstadtbereich bewegt und man kann nicht weit genug vom Gebäude weg, dann kann man oben das Dach hier nicht mehr ideal erfassen. Dann kommen wir zum nächsten, zu den unstrukturierten Punktwolken. Diese werden von mobilen Scannern erfasst oder von Drohnen. Hier auch nochmal Produktbeispiele. Das sind jetzt gerade mal welche von Leica. Es gibt auch mittlerweile von anderen Herstellern, von Faro, mobile Scanner, die man trägt. Und bei den mobilen Scannern, da ist es so, dass man eine relativ schnelle Erfassung hat, weil man mit dem Gerät sozusagen durch den Bereich einfach nur hindurchläuft. Man kann sehr große Scanbereiche in kurzer Zeit erfassen. Wie man es hier sieht, man kann sie auch aus der Luft oder an schwer zugänglichen Stellen einsetzen. Also dieser BLK2Fly, der fliegt halt auch über die Dächer hinweg und in hohe Höhen und man bekommt da dann eben auch noch immer eine gleichmäßige Auflösung. Die Scan-Auflösung
das ist hier, ja, hängt teilweise von der Scan-Geschwindigkeit ab, also wie schnell man sich bewegt, wobei mittlerweile die LiDAR-Scanner so gut sind, so viele Punkte messen, dass hinterher die Punkte so oder so wieder reduziert werden müssen und auf quasi beim Prozessieren dann wieder homogenisiert werden. Man hat bei diesen jetzt keine Scan-Positionen, also das heißt keine Panoramabilder, keine 360-Grad-Panoramabilder, in denen man sich umschauen kann und Dinge sich genau anschauen kann. Und die Präzision von diesen Geräten ist natürlich auch nicht so genau, da wir sehr eben handgeführt sind und nicht ruhig auf einem Stativ stehen. Und hier sind wir bei optimistischen 1 bis 3 Zentimeter auf 10 Meter. Und die Punktdichte ist natürlich auch geringer als bei einem terrestrischen Scanner, wenn dementsprechend mit einer höheren Auflösung gescannt wurde. Keine Panoramabilder habe ich gerade schon erwähnt und daraus folgt halt, man kann hier nur aus dem Grundriss und Schnitt Ansichten modellieren, wobei das jetzt bei dem Punktwolkenmodellvergleich nicht die große Rolle spielt, weil wir da ja nur sehen wollen, wie sind die Bauteile im Vergleich, also die gebauten Bauteile im Vergleich zum Planungsmodell. Dann kommen wir zu einem weiteren, das ist sozusagen eine hybride Lösung, die jetzt gerade auch schon seit ein paar Jahren den Markt mehr oder weniger erobert. Da geht es jetzt um mobile Scanner. Das ist jetzt hier das Beispiel von dem Navis, der VNX, den man auf den Schultern trägt, der jetzt neben zwei LiDAR-Scannern noch auch ein Bild, vier Kameras drauf hat, die auch hochauflösende HD-Panoramabilder machen. Und das ist sozusagen dann eine hybride Lösung, das Beste aus beiden Welten. Man hat hier Entschuldigung, eine Genauigkeit von ca. 1 bis 2 cm auf 10 Meter. Der Vorteil von so einem mobilen Scan, jetzt wie beim Navis, ist auch das, dass man, wenn man zurück in kommt ins Büro, lädt man die Datei hoch auf die iPhone-Plattform, dort wird die dann automatisch prozessiert und man kann dann dort die Punktwolke wieder herunterladen. Also es ist keine manuelle Registrierung notwendig, so wie es zum Teil bei terrestrischen Scans noch ist, dass man die Scans quasi händisch noch mehr oder weniger zusammenfügen muss, wobei Cloud-to-Cloud-Registrierung heutzutage auch schon sehr gut funktioniert, aber es ist doch noch etwas mehr händisches Zutun nötig, wie jetzt beim einfachen Hochladen so einer Datei. Man hat die Punktwolken dann auf einer Plattform zur Verfügung, auf der iWAN-Plattform, kann dort auch in die Panoramen reingehen und kann dann auch von dort die Punktwolken dementsprechend wieder herunterladen, um sie dann in Archicad wieder nutzen zu können. Ich habe hier ein kleines Video mitgebracht. Leider können wir Ihnen den Ton nicht übertragen. Deswegen würde ich jetzt klein wenig das, was der Ton wiedergibt, Ihnen hier erzählen. Einfach damit Sie sehen, wie schnell und einfach so ein Gebäude erfasst werden kann. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass der Punktwolken-Modellvergleich ja nur wirklich auch, ich sag's mal, Geld einbringt am Ende, wenn es weniger kostet als die Erfassung der Scan-Daten. Und hier haben wir ein Beispiel, das ist eine Grundschule bei uns hier im Ort, die wir gescannt haben, ist jetzt ein Bestandsmodell, ist jetzt kein Scan während der Bauphase, den wir gemacht haben. Aber man kann hier trotzdem sehr gut erkennen, wie schnell man hier große Flächen und Gebäude erfassen kann in relativ kurzer Zeit. Sie haben gerade gesehen, Sie sehen hier diese Checkerboards, die der Kollege hier gerade mit dem Scanner abgeklickt hat sozusagen. Das sind Scans, sind Checkerboards, die wir tachymetrisch eingemessen haben. Die können auch georeferenziert sein. Die müssen auch nicht so groß sein. Also bei der Größe könnten wir die auch mit einem terrestrischen Scanner mit aufnehmen. Und der Vorteil hier ist eben das, dass man auf der Baustelle, wenn
Messpunkte vorhanden sind, die vom Vermesser gesetzt wurden, kann man diese eben aufnehmen und kann dann die Punktwolke zu diesen Punkten, zu der Georeferenzierung im Prinzip hinzufügen. Das heißt, wenn das Planungsmodell georeferenziert ist, muss die Punktwolke einfach nur noch dazugeladen werden und die befindet sich automatisch an der richtigen Position und muss dann nicht noch händisch sozusagen hingeschoben werden, was natürlich dann auch immer eine Problematik ist, eine Punktwolke händisch zu einem Planungsmodell zu verorten, weil man ja nie weiß, in welcher Richtung muss ich es denn jetzt anpassen, links oder rechts. Und Sie sehen, der Kollege läuft hier immer in Schleifen. Das ist einfach wichtig für den Scan-Algorithmus, dass er sich immer wieder Flächen sozusagen auf Flächen trifft, die er schon mal gescannt hat, also wo er schon mal drüber gegangen ist, um das Ganze stabil zu machen. Diese Scan-Punkte, die Messpunkte, die hier aufgenommen worden sind, die dienen auch dazu, die Punktwolke des Naviscannern auch zu stabilisieren, um da auf große Distanzen einfach nochmal eine exakte Referenz zu haben, da diese Messpunkte millimetergenau sind, werden dann auch die Punktwolken dementsprechend nochmal um einiges genauer. Und während der Aufnahme können alle paar Meter und immer können alle paar Schritte sozusagen ein Panoramabild gemacht werden. Wenn man ein bisschen langsamer läuft, drückt man einfach mit dem Daumen auf den Knopf, dann wird ein 360-Grad Panoramabild erstellt. Man kann das auch einstellen, dass es automatisch passiert, alle 3-4 Meter, dann macht der Scanner automatisch ein Bild. Wenn man es händisch steuert, dann hat man den Vorteil, dass man da bei der Bildaufnahme kurz stehen bleiben kann, dass das Bild noch etwas schärfer aufgenommen wird. Und auch hier, wie man es hier sieht, in diesem Raum, wenn hier irgendwelche Objekte rumstehen, also auf der Baustelle sind es wahrscheinlich noch Baumaterialien, die noch nicht verbaut sind und so weiter, die stören hier nicht zwingend. Es können halt an den Stellen oder die Bauteile, die von Baumaterialien verdeckt werden, da kann dann eben natürlich kein Punktwolkenmodellvergleich stattfinden, logischerweise, die sind dann eben verschattet und sind dann eben da nicht dann sichtbar. Aber in der Regel ist es ja so, dass nicht die komplette Baustelle bedeckt ist, sondern nur in gewissen Bereichen. Und hier sehen wir jetzt, dass man auch die Dachstühle damit sehr gut aufnehmen kann. Das ist jetzt auch, speziell bei der Bestandserfassung, ein sehr großer Vorteil, dass man, wenn man einen Dachstuhl erfassen möchte und man hat diese 360-Grad-Panorama-Bilder drin, dann kann man auch hier sehr gut und einfach das hier modellieren. An der Stelle, na, das ist hier noch falsch, Clippingbox kommt hier nicht. Ich habe hier jetzt paar Beispiele mitgebracht, die ich Ihnen hier zeigen möchte. Leider kann ich das Ihnen das hier nicht in Archicad in Original 3D zeigen. Und zwar hier ist es ein Bauprojekt, das neues Bauprojekt, das gebaut wurde und das dann gescannt wurde und hinterher dann überprüft wurde. Und wir haben dann konnten dann doch einige Abweichungen feststellen. Hier in dem Bereich, wo es sehr rot ist, dann, wenn man näher hinscrollt, dann erscheint das Rot doch nicht mehr ganz so kräftig, wie es hier ausschaut. Also hier haben wir eine Kontrolle von 3 cm, eine Distanz von 3 cm eingegeben und man sieht, dass da doch bei so einem Neubau doch auch Abweichungen vorkommen. Wenn ich jetzt noch mal eins weitergehe, dann sieht man ja das Ganze jetzt einmal im Schnitt. Also hier kann man sehr schön erkennen, dass die das Fensterwall an der richtigen Position sitzt. Oben die Decke hat die richtige Höhe. Unten beim Fußboden sind wir etwas höher geworden als der geplante Fußboden, so wie es ausschaut, um ein paar Zentimeter. Aber von daher sieht es recht gut aus. Auch man sieht hier die Wände hier, die stehen an der richtigen Position. Und von daher, klar, hier sind schon Möbel drin, weil das ist aufgenommen wurde. Die Möblierung wird dann hier eben auch mit abgebildet. Also hier war der Zweck des Scans, einfach mal ein bestehendes, also ein neues Gebäude zu scannen und zu überprüfen, wie genau passt es denn mit dem Planungsmodell. Wir haben doch zum Teil erhebliche Abweichungen feststellen können, wobei wir das nochmal genau verifizieren wollen.
ob da nicht unser Scanning-Operator vielleicht auch einen Fehler gemacht hat, was natürlich auch passieren kann. Beim nächsten Beispiel, wenn ich hier reingehe, da ging es darum, dass hier das Planungsmodell überprüft wird auf diese Wand hier oder auf die Wände, die wir aufgenommen haben in dem Projekt, sollte eine Natursteinfassade draufkommen, die vorgefertigt wird. Also das heißt, wird jeder Stein einzeln exakt für seine Position vorgefertigt und da musste diese Wand auf 1 bis 2 Zentimeter genau stimmen. Hier bei diesem Punktwolkenmodellvergleich haben wir eine Toleranz von 2 Zentimeter eingegeben. Das heißt, dass alle Punkte, die zwischen 0 und 2 Zentimeter nach innen und nach außen gehen, also nach außen von grün im Farbspektrum bis rot eingefärbt werden und wenn sie nach innen gehen, dann von grün im Farbspektrum nach blau eingefärbt werden. Und so kann man sehr schön sehen, wo Verformungen in der Wand vorliegen. Klar, so eine Betonwand, die ist schwierig, die auf einen Millimeter genau zu machen. Also man sieht hier Verformungen, die aber in dem Fall wohl noch in der Toleranz lagen. Bemerkenswert ist hier, wenn man mal nach oben schaut und das Gebäude anschaut, die Decken von unten, die scheinen wohl nicht ganz mit dem Planungsmodell übereinzustimmen, aber die Stützen über diese Entfernungen alle in 2 Zentimeter Genauigkeit von dieser Entfernung gemessen. Also das sieht man schon, dass das ja genau gearbeitet wurde. Wenn man jetzt hier mal reingeht, habe ich jetzt das Modell auf Drahtmodell gestellt, sodass man auch die Bauteile dann dahinter besser sieht. Und hier kann man auch nochmal sehr schön erkennen, dass eben diese Wände, auf die es drauf ankommt, hier eingemessen wurden und wo diese auch Verformungen haben. Dann noch ein weiteres Bild, einmal mit dem Modell. Da überlagern natürlich die dann teilweise die, allein das hier bei dem nicht, das ist auch das reine Modell. Ich würde jetzt noch ganz gern nochmal ins Archicad wechseln. Leider kann ich kein Projekt zeigen von einem Neubauprojekt. Also wir haben am Freitag noch ein Projekt aufgenommen, einen Rohbau, eine Tiefgarage, die sich gerade im Bau befindet. Allerdings hat uns da das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir konnten die Aufnahmen leider nicht beenden. Sonst hätten wir Ihnen heute tatsächlich von dem Rohbau das mit dem Planungsmodell vergleichen können. Wir haben hier bei uns im Süden 30 cm Schnee gehabt in der Nähe von Ulm, oder das Projekt war in Ulm, und Schneegestöber. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt anhand von einem Bestandsmodell, wie der Punktwolkenmodellvergleich in Archicad funktioniert. Und dazu, oder vielleicht auch vorneweg jetzt erst noch mal ein Beispiel, was man eben zur Baudokumentation diese Scans auch machen kann. Wir haben hier sehen Sie schon diese einzelnen Scan-Positionen, die hier im Grundriss sichtbar sind. Und diese können wir jetzt, wenn wir hier auf Standort aufnehmen gehen, in unserem BIM-M-Tool, das sehen Sie hier, das ist unsere BIM-M-Tool-Palette mit allen Funktionen, der Punktwolken-Switcher, das ist sozusagen das zentrale Steuerelement von den Punktwolken, da kommen wir gleich noch drauf. Und dann kann ich jetzt hier einfach mal reingehen, klicke hier drauf, dann wird der BIM-M-Navigator geöffnet. Und dann sehen Sie hier dieses Bild, und das ist ein 360-Grad-Bild. Ich kann hier rein, wenn ich das Mausrad gedrückt halte, und kann hier drehen. Wenn ich an den Rand gehe, dann dreht sich es automatisch weiter. Und so kann ich hier quasi in diesem 360-Grad-Bild navigieren. Und das, wie Sie sehen, wurde hier in Farbe aufgenommen. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, vielleicht erinnern Sie sich, dass es einmal die Reflektivität oder Farbe gibt. Reflektivität ist dann diese Sicht, das heißt keine Farbe, sondern eben vom Leser ausgeleuchtet. Und da sehen Sie auch hier bei so einer überbelichteten Situation, bei einem Fenster, wo von draußen sehr viel Licht reinkam, kann man sehr viel besser diese hier irgendwelche Details erkennen, weil der Leser den Bereich sozusagen mit dem Laser selber ausleuchtet und auf die Oberflächenhelligkeit reagiert und dementsprechend den Scanpunkt einfärbt.
Ja, das hier ist der, im Prinzip der Rohzustand, also der Rohzustand, der Urzustand, also das, so wie das Gebäude im Bestand vor Ort war, wurde das gescannt. Ja, man hat hier einen Boden, irgendwelche Dinge, da war mal irgendwo, stand irgendwas mal drauf. Und man hat eine abgehängte Decke drin, man hat hier einen Unterzug, der verkleidet ist, wo man aber nicht weiß, was da drunter ist. Und wir haben dann während der Bauphase, weil das Ganze wurde unten im unteren Bereich entkernt, haben wir zu den verschiedenen Bauphasen sozusagen gescannt. Und wenn ich jetzt hier einmal auf die Scan-Oberkante Schotter gehe, dann sind wir quasi im gleichen Raum, im gleichen Raum, die gleiche Situation. Und wir sehen hier, dass der Putz abgeschlagen ist. Die Fenster, die sind geblieben, weil die waren relativ neu oder waren neu. Deswegen hat man nur den Putz, also die Fenster drin gelassen. Aber man hat den kompletten Fußboden rausgenommen, hat eine Schotterschicht eingebracht. Und somit weiß man jetzt auch, dass diese Außenwände hier, die stehen hier auf einem Fundament, das sich etwas hier verbreitert. Und diese Dinge kann man hier eben sehr gut erkennen. Und was hier auch schön zu sehen ist, ist eben, dass man hier einen Träger, einen verkleideten Träger drin hatte. Ursprünglich wusste, konnte man nicht sehen, ist es ein Holzträger oder ist es ein Metallträger. In dem Fall hat sich es eben als ein IPE-Träger entpuppt und konnte dementsprechend dann auch für statische Berechnungen die richtige Dimensionierung angenommen werden. Dann hat man während der Bauphase nochmal gescannt und hat einmal, jetzt muss ich bloß gucken, aber das ist die Dämmung, jetzt kann es sein, dass ich vielleicht einmal falsch bin. Hier sehen wir jetzt die Fußbodenheizung, die hier verlegt ist. Da kann ich jetzt wieder Farbe umschalten, da sieht man es wieder etwas besser. Man sieht auch, die Räume sind schon verputzt. Und hier habe ich jetzt somit mit dem Scan exakt dokumentiert, wo die einzelnen Leitungsrohre liegen. Und ich kann jetzt hier, da drüben ist mein Büro, könnte ich jetzt problemlos ein Loch bohren in den Keller, der darunter liegt, ohne, also mit der Gewissheit, dass ich mit Sicherheit kein Rohr oder Fußbodenheizung irgendwo versetzen werde, weil ich es eben hier genau dokumentiert habe. Gut, das wird wahrscheinlich eher ein seltener Anwendungsfall sein, aber man hat es einfach hier ordentlich mit drin. Dann gehen wir zum nächsten Schritt und wenn ich jetzt dann hier drauf gehe, Oberkante Katja, das ist diese Folie, die so heißt. Und hier sehen wir die Heizungsrohre. Also man hat hier noch zusätzlich zu Fußbodenheizung noch Heizkörper angebracht. Und hier sieht man eben schön die Heizungsrohre, wo die verlegt sind. Auch hier, wo die Rohre zusammengehen. Und man sieht auch hier, dass hier sämtliche Verkabelungen hier oben da hinten kommt dann auch, sieht man in den nächsten Bildern, dass das hier hinten verkleidet wurde. Und so hat man auch diese Dinge hier mit dokumentiert. Zu guter Letzt haben wir dann hier einmal Oberkante, ja, linde Fliesen, das heißt, bevor gefliest wurde, hier ist jetzt schon der Estrich drin und man hat auch jetzt hier das Ganze nochmal gescannt. Oben der Träger ist wieder verkleidet, etwas kleiner wie vorher. Und so hat man auch diese Scans hier, die haben wir herangezogen, um zu überprüfen, wie eben der Fußboden ist, wie eben der Estrich ist. In dem Bereich, wo Estrich reingekommen ist, war das kein Problem für einen Fliesenleger. Vielmehr hatten wir dann in Bereichen wie hier draußen, wenn ich hier mal diesen Scan öffne, in dem Flurbereich, hatten wir das Problem, da war ein Terrazzoboden drin und Entschuldigung, der wurde rausgenommen und hier war dann der Boden leider nicht wirklich eben, aber durch unsere vorherige Analyse konnte der Fliesenleger sehen, okay, wo muss ich gleich etwas mehr aufbringen und wo ist der Boden, ja, wo muss ich etwas sparen mit dem Kleber, dass meine Fliesen nachher auch, mein Fliesenboden schön gerade wird. Ja, so viel eben zum Scannen während den unterschiedlichen Bauphasen. Jetzt zum Punktwolkenmodellvergleich. Wenn ich jetzt hier den Navigator nochmal schließe und
ich möchte jetzt hier eben zu, das ist jetzt hier ein, quasi der Neubau, der hier modelliert ist. Deswegen nehme ich jetzt die Scans, die Oberkante fließen hier quasi bedeuten, weil die hier aus. Diese fünf Scans hier, wir können noch Außenscans mit hinzunehmen, sodass wir auch überprüfen können, wie genau haben wir das Ganze von außen im Prinzip modelliert. Und jetzt öffnen wir unseren den Job Manager. Und im Job Manager des BIM-M-Tools haben wir einmal, also neben den Ortofotos, die wir erzeugen können, das habe ich gestern in unserem Vortrag gezeigt, wer da Interesse hat, das sehen zu möchten, das sehen möchte, kann bestimmt die Aufzeichnung von Graphisoft erhalten. Dann Delta-Analysen, um die Punktwolken zu einer Ebene zur Überprüfung, Clippingboxen und eben die Abweichungsanalyse. Und ich lasse diese Abweichungsanalyse hier, zeige ich nochmal, wie man das macht. Also ich stelle hier, sage, ich möchte die aktiven Scans verwenden, die ich hier ausgewählt habe. Sage hier, okay, dann kann man hier einmal diesen Schwellenwert eingeben. Das heißt, welchen Bereich möchte ich betrachten von der Oberfläche jedes einzelnen Bauteils, alle Punkte, die plus minus 3 cm von dem Bauteil weg sind, werden dann dementsprechend eingefärbt. Man kann die Auflösung der Punktwolke wählen und man kann hier noch die Detaillierung der Tür-Fenster-Symbole auswählen. Das kennen Sie aus der Modelldarstellung von Archicad, wo Sie eben, wenn Sie komplett auswählen, dann werden bei den Fenstern die einzelnen Flügel dargestellt, dann werden die Sprossen dargestellt und wenn Sie vereinfacht darstellen, dann sind es nur einfache Fenster und schematisch haben wir nur die Fensteröffnungen drin, ohne irgendein Fenster oder irgendeine Detaillierung und auch das kann man hier auswählen und da ist es natürlich so, wenn Sie ein sehr großes Projekt haben, dann und man geht hier auf komplett, dann dauert natürlich die Berechnung auch dementsprechend länger, weil es dann sehr, sehr viel mehr Polygone im Projekt gibt, die berücksichtigt werden müssen. Und dann kann ich die ganze Berechnung hier starten. Jetzt wundere ich mich bloß, dass das hier 8 Scans sind, wobei ich eigentlich, achso doch, mit den Außenscans sind es 8 Scans. Und dann gehen wir auf Berechnen und dann dauert es ein paar Sekunden. Es springt hier einmal ins 3D und erfasst nun die Bauteile. Die verglichen werden sollen und das Ganze funktioniert mit strukturierten Punktwolken, das heißt von terrestrischen Scans und von unstrukturierten Strukturen, von dem Navi-Scanner oder von einem anderen mobilen Scanner, kann man diesen Modellvergleich machen. Wir haben mit dem BIM-M-Tool die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von Scan-Positionen einzulesen. Was wir beim Import machen, ist, wir samplen die Punktwolken. Das heißt, wir nehmen nicht alle, also bei einem mobilen, einem terrestrischen Scanner, wenn der Scanner an der Wand steht, dann sind ganz, ganz viele Punkte im kleinen Bereich. Und in manchen Bereichen, wo die Wand weiter weg ist, haben wir weniger Punkte und wir homogenisieren die Punktwolke. Das heißt, Sie können beim Import angeben, ob Sie eine Auflösung von 2, 5 oder 10 mm von der Punktwolke, dichte Punktwolke haben wollen. Und dementsprechend werden dann auch die Scan-Projekte sehr viel kleiner. Also das heißt, die Punktwolken, weil das ist auch so eine, ich sage jetzt mal, das ist kein Mythos, sondern das war einfach bis jetzt immer so, dass die Punktwolken sehr, sehr große Dateimengen waren. Aufgrund von diesem Samplen, was wir jetzt beim Import durchführen, werden die Punktwolken sehr, sehr viel kleiner. Hier bei dem Projekt, bei dem Beispielprojekt, das wir hier sehen, sind es 120 Scans, die wir hier eingelesen haben. Die Ausgangsgröße des Projekts, das heißt die E57-Dateien, haben insgesamt eine Größe von über 80 Gigabyte. Hier haben wir die Punktwolke mit 5 mm Auflösung eingelesen. Jetzt hat das ganze Projekt nur noch eine Größe von 12,6 Gigabyte. Um den Punktwolken-Modellvergleich zu machen, reicht eine Auflösung von 10 mm
locker aus. Also weil da geht es ja nicht um irgendwelche, da muss ich ja keine Stuckprofile modellieren oder sonstige kleinen Details erkennen können, sondern da geht es ja im Wesentlichen eigentlich um die groben Bauteile und die da reichen 10 mm aus. Und da haben wir dann bei diesem Projekt noch eine Projektgröße, eine Punktwolkengröße von 5,6 Gigabyte. Also das heißt, es ist nicht einmal mehr, es sind noch 7% von der Ausgangsgröße. Das heißt, das Projekt wird sehr, sehr, sehr viel kleiner und sehr, sehr viel handhablicher, also von der Handhabung ist das dann auch noch möglich. So, jetzt haben wir hier die Scans also das fertig gerechnet. Jetzt sehen wir natürlich, noch keine Punktwolke, oder man sieht schon eine Punktwolke hier so ganz leicht. Da kann ich jetzt wenn man hier mit den Punktwolken Switcher sozusagen die Auflösung ändert, dann ändert sich, sieht man hier, geht auch die Auflösung der Punktwolke nach oben. Allerdings ist es so, da habe ich, hier sind jetzt alle Scans, die hier drin sind, sind hier sozusagen an. Und wenn ich jetzt nochmal eins höher gehe, dann wird die Punktwolke noch etwas detaillierter. Wir samplen die Punktwolke jetzt nicht nur in die höchste Auflösung von 2, 5 und 10 mm, sondern darunter gibt es noch drei weitere Stufen von 25 mm, 10, 100 mm und 250 mm. Damit wird einfach die Punktwolke in Archicad besser handhabbar. Und man kann hier mit dem Regler dann eben diese Auflösung auch einstellen. So, jetzt wollen wir aber den Punktwolkenmodellvergleich sehen. Da haben wir hinten, gibt es dann eben einen weiteren Icon. Wenn Sie drüber fahren, dann sehen Sie Delta-Analyse-Anzeigen. Dann klicke ich hier drauf und dann wird die eben berechnete Delta-Analyse uns angezeigt. Wird sozusagen die Punktwolke umgeswitcht und da haben wir jetzt schon ein Ergebnis, wo man sieht, aha, okay, die Fenster und die Wände, das sieht alles gut aus, alles im grünen Bereich. Auch hier, ja, hier hat man die Türe, durch die passt, da ist wahrscheinlich die Einstellung falsch. Was man jetzt hier sieht man, okay, die Wand, die passt hier augenscheinlich nicht. Ja, wenn man jetzt sowas überprüft und denkt, okay, wieso, was ist jetzt hier, was passt hier nicht, warum ist das hier so schräg, dann kann man hier auch nochmal in den Navigator reingehen und kann nochmal gucken und dann stellt man fest, dass hier einmal ein Fliesenspiegel drauf ist und dass dieser Fliesenspiegel relativ dick ist. Im Kamin kann man das so ein bisschen erkennen. Vermutlich ist da nochmal eine Schicht Fliesen darunter und man hat die Wand wohl hier in dem oberen Bereich modelliert oder gemessen und die Punktwolke ist hier unten geschnitten in dieser Höhe. Also auch für solche Zwecke ist eben dieser Navigator sehr hilfreich und man kann hier Details sehr gut erkennen. Und wenn man jetzt hier einmal ins 3D geht, ja, dann kann man das noch viel schöner erkennen, dass hier die Punktwolke dementsprechend eingefärbt ist und dass der Fußboden, der jetzt natürlich gerade ist, die Punktwolke, dass das hier eben doch, das ist noch die ursprüngliche Punktwolke, der ursprüngliche Fußboden, der hier noch mit angezeigt wird. Und vielleicht überlagern sich da auch verschiedene Berechnungen, die ich jetzt hier mit drin habe, so wie es ausschaut. Aber man kann sehr schön sehen, wie die Punktwolke eben eingefärbt wird und die grünen Bereiche man gut erkennen kann. Und jetzt hier in der Wand kann man keine Punkte sehen. Da ist es so, dass die Punktwolke in der Wand drin liegen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man kann in Archicad bei den Ebenen, die Ebenen auf, wenn ich hier auf Drahtmodell klicke, man kann hier diese auf Drahtmodell setzen, alle Elemente, und wenn ich das dann auswähle, dann kann man hier auch das sehr gut erkennen und erkennt, dass die Wand hier, dass die Punkte auch, die meisten Punkte noch relativ grün sind, also das heißt, sie liegen ganz knapp in der Wand, und ja, kann man das hier im Prinzip so überprüfen. Und hier hinten, da liegt wohl irgendein Bauteil dran. Und was man jetzt natürlich auch machen kann, man kann hier jetzt auch
in Archicad den Issue Manager verwenden und kann hier gewisse Issues aufzeichnen. Und dann springt auch, wenn ein anderer Bearbeiter dann dran ist und dieses Issue öffnet, dann öffnet sich auch dementsprechend, wenn er natürlich das BMM-Tool geladen hat mit der Punktwolke, dann auch die dementsprechende Sicht und er sieht sofort, wo gewisse Dinge noch nicht wirklich passen. Zukünftig arbeiten wir natürlich auch dran, automatische Issues zu erkennen. Das ist jetzt hier bei so einem Bestandsmodell vielleicht noch etwas schwieriger, wobei auch kann es auch schon hilfreich sein, dass man zum Beispiel sieht, okay, bei den Fenstern, wie hier oben, wenn da etwas nicht passt, dass Punkte, dort wo viele rote Punkte, die nah an einem Objekt sind, dass dort ein automatisches Issue erstellt wird und hier Fenster und dann kann man hier das überprüfen und kann gucken, okay, muss man vielleicht nochmal nachmodellieren oder eben beim Punktwolkenmodellvergleich, wenn man das mit einem Planungsmodell vergleicht, kann man dann sehen, aha, okay, da ist vielleicht die Aussparung nicht groß genug oder zu klein gemacht oder wie auch immer, also die Fensteröffnung. So viel von meiner Seite. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne jederzeit ich bin noch ein Weilchen für Sie da, in den Chat reinschreiben. Ich beantworte die Fragen, soweit es mir möglich ist. Ansonsten, wenn Sie später weitere Fragen haben, Sie erreichen uns unter der Mail at bimm-solutions.com oder eben auf unserer Internetseite finden Sie auch weitere Informationen zu unserem Tool. Und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, nicht allzu viel Stress auf das Jahresende hin und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen als Kunden bei uns irgendwann mal begrüßen durfte.